So, und damit herzlich willkommen wieder auf YouTube hier bei Hunt Showdown. Heute der immer noch der gleiche Stream wie die letzten zwei Folgen. Ja, hallo schon. Wenn beide rausgekommen sind. Links Raben. Kommen. Aber das ist schon sehr weit weg. Ja, die kommen doch zu uns, oder? Die Raben. Ja, das stimmt. Hoffentlich. Fuck. Als ob, ehrlich. Das klappst du jetzt selber nicht. Ja, das wäre aber perfekt. Wäre aber geil für uns, oder? Ja, an und für sich, ja. Die sind drüben, ja, ich sehe es, ja. Wo? Die sind drüben. Ja, ich auch. Da laufen sie, ja. Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Scheiße! Ist das ärgerlich? Da unten? Nee, doch nicht. Ich wollte es halt ausnutzen gerade, weil ich echt gedacht habe, der fightet gegen den und bleibt kurz stehen. Guckt der immer noch raus? Der rechts von uns auch Schüsse, ne? Leute, das war ein Monster, so ein Dreck. Ich wollte gerade sagen, Headshot, und dann war es ein Monster. Ja, den gibst du natürlich wieder ein Headshot, das ist klar, ja. Die gucken nicht mehr raus. Die werden nicht wissen, nee, wo wir sind und dann... Die Zeit ist vorbei. Schade. Aber vor uns sind doch voll die fetten Schüsse, oder? Da könnten wir mal gucken. Also im Fort, oder ist das? Aber sind da gerade nicht Minen ausgeflippt oder so? Oder... Oh. Okay, das ist kein Fort, sondern ein Waffenlager. Auf. Ja, dann gehen wir halt zu den anderen Schüssen, huh? Was Geld, hast du schon? Das waren wir eigentlich im Vorteil, aber irgendwie. Ja, gut, aber man hat zu weit weg einfach einen gesehen. Da waren sie doch zu weit weg für Heckenschütze. Und hatten eigentlich immer Deckung. Also, ich hab wirklich nur den Kopf gesehen. Sehr, sehr schwierig, ja. Und wenn du einmal daneben schießt. Und wenn du einmal daneben schießt, dann ist es halt so, dass der nicht mehr rauslucht dann. Ne? Oh, ja. Enten. Bitte nicht. Also die sind schon weg. Hm? Oh. Was ist deine Antwort? Ja, ein bisschen weiter sind die. Vielleicht sind die ein bisschen weggelaufen? Nee. Die fort nicht, die sind Ziegelei wahrscheinlich. Ja. Relativ nah, also die sind noch nicht bei der Ziegelei, glaube ich. Der Schuss war nah. Nee, der Feuertaufen. Nein. Gift, hast Gift? Nein, hab ich nicht. Diesmal habe ich nur die normale mitgenommen. Na, wieso kommt der jetzt zu uns? Sven's. Meinst du, die haben das gehört? Weil es keine Schüsse mehr waren, eventuell. Die Schüsse sind so nah und wir kommen nicht ran. Die bewegen sich ganz schön schnell. Digga. Einer ist gestorben. Da ist einer. Komm wieder raus, komm wieder raus! Versteck dich da hinten vor einem anderen Team! Warum kommst du nicht mehr? Doch jetzt! Bleib stehen, nein! Ach! So auch auf ihn zu zielen. Ja, jetzt, warte, der zielt! Warte, siehst du ihn? Ja. Drei, warte, wenn er. Wo ist er hinten? Komm wieder zurück! In der Baum! Nein!
Du musst dann schneller runter. Hier ist ein Witz, oder? Alter, das. Nein, warte. Nein, jetzt ist der wahrscheinlich verreckt. Warte, wir könnten die anderen vielleicht beim Looten. Also einer ist da gerade gelaufen. Ja, da! Warte, 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 warte! Nein! Die pushen beide! Die wollen die jetzt looten wahrscheinlich. Jawohl, Headshot! Der hat gerade gelootet. Er wollte den Mate reanimieren, der ist immer noch da hinten. Er hat Fächern. Das ist natürlich jetzt belastend. Den Nahkampf echt vermeiden, der Nahkampf. Nein! Oh, okay, der war gut. Scheiße! Fuck! Fächern! Das Fächern so gut ist mal! Warum hat... Also, dass der jetzt mit Fächern... Aber dass du so nah warst, das hat mich gerade irritiert. Achso, du hast Aushebeln gehabt, ne? Ja, weil du gesagt hast, er möchte mich wiederbeleben und habe ich Dynamit und... Aber dass der natürlich mit Fächern so rasiert, das war jetzt ein bisschen unerwartet, muss ich sagen. Scheiße! Das war natürlich jetzt irgendwie bitter. Oh, das habe ich so einen Vorteil. Und ja, ich habe nicht kommen sehen, dass du aggressiv spielst. Ich dachte, wir aimen da ein bisschen ab. Ja. Dreck, ja. Sonst wäre ich auch ein bisschen aggressiver vorgegangen, hätte ich das gewusst. Weil ich habe mich da hinten einfach verkämpft und habe die Leiche abgeaimt von dem anderen. Mehr habe ich nicht gemacht. Ach so. Ach so, hast du die Leiche gesehen? Okay. Ja, der hat versucht, sein Mate zu reanimieren, als er irgendwas geschmissen hat. Dann habe ich einmal daneben geschossen und dann ist er gleich wieder abgehauen. Deswegen habe ich gesagt, er hat versucht, sein Mate zu reanimieren. Und ich habe den Toten, damit er nicht wiederbelebt. Achso, dann habe ich es ein bisschen falsch verstanden. Scheiße. Ne, jetzt mit der Windfield läuft aktuell gar nicht. Na, das tue ich jetzt mal ändern. Ja, Bogen hat er mich auch noch getroffen. Ja, ich habe gehofft, dass er versucht, sein Mate zu reanimieren, dass ich vielleicht dich reanimieren kann. Mist. Ja, die waren jetzt nicht so gut. Nee, die waren nicht gut. Die waren nicht so gut. Das war einfach... Gut. Ich bin mit Heckenschütze und allgemein mit Visier eh kacke. Ja, wollte gerade sagen, also irgendwie hat gerade gar nicht funktioniert. Im Nahkampf war ich absolut nicht ausgerüstet, der war dann doch zu nah, da hatte ich wieder die Nagant, die mir nichts bringt. Ja, aber dass der mit Fächern so gut trifft wieder. Ja, mich hat er ja auch mit Fächern gekillt. Der war ja nicht mal, bei mir war er ja nicht mal so nah. Ja, bei mir war es schon sehr. Also, der hat mich mit Bogen getroffen und dann nochmal mit Fächern. Das war natürlich harte Kombi. Ja. Habe ich das richtig gesehen? Wenn man mit einem Bogen getroffen wird, dann blutet man sofort irgendwie? Oder gibt es da spezielle Munition für den Bogen? Habe ich jetzt geblutet? Du hast geblutet, ja. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Hätte ich zumindest gedacht. Nee, ich dachte, ich habe nur Hit und dann oder gleich. Was habe ich denn erstmal für Eigenschaften? Gift sind Doktor, das ist schon mal sehr gut. Und Bollwerk ist auch okay. Ich überleg, was spielst du denn jetzt? Ich überlege gerade, ob ich Bogen spiele. Ich habe auch gerade überlegt, Bogen. Ja, dann machen wir eine Bogenrunde. Komm, let's go. Okay, machen wir Bogen. Machen wir eine Bogenrunde. Und ich habe ja noch einen mittleren Slot. Überlege ich gerade, ist das ein ganzes? Was passt denn da noch? Wohl, ich hätte eine kostenlose Armbrust. Ah, nee, komm, ich nehme Bogen. Bogen.
Aber dann mache ich es, glaube ich, andersrum. Hm? Warte, ablegen. Da kommt jetzt ablegen. Aber ich habe einen Headshot mit der Heckgeschütze gemacht. Bin ich fast. War cool, ja. Überlege ich gerade, ich habe einen Bogen. Das ist ja nah und mittel, würde ich mal behaupten. Möchte ich jetzt was für einen Fernkampf oder soll ich noch was anderes für eher Nahkampf nehmen? Also ich habe eine Nagant-Adlerauge genommen. Okay. Ich bin mir noch gerade nicht so ganz sicher, wo ich die behalte. Ich hätte auch eine abgesägte Musi-Nagant. Ich hätte noch eine abgesägte Windfields. Da sind wir wieder beim Thema. Du mit deinen Windfields. Weil abgesägte Schrotflinte, glaube ich, ist Käse, wenn du einen Bogen hast. Ja. Oder? Vielleicht überlege ich echt gerade Nagant-Präzision, weil die eigentlich gar nicht mehr so verkehrt ist eigentlich. Oder einfach eine ganz normale Conversion. Ich nehme mal wieder meine Standardausrüstung mit, ohne Erstickungsbombe und ohne irgendwas, weil irgendwie, seit wir das gemacht haben. Naja. Ja. Fighten wir zwar, aber grundsätzlich verlieren wir den Fight immer. Ja. Dass du noch nicht runtergestuft wurdest, das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ärgerlich. Ich überlege gerade, ob ich noch andere Pfeile mitnehme. Überlegt vielleicht so ein Giftpfeil, könnte halt gegen Hunde ganz nice sein, aber. Aber wenn man weiß, mit dem Boden ist, müsste es ja tot sein, oder? Oder gegen den. Achso, der Gestachelte, der ist aber auch normal. Also die normalen Pfeile sind auch stark gegen den. Was sind denn Stacheldrahtpfeile? Haben die dann einen Stacheldraht? Im Aufprall explodiert, ja. Nice, Alter. Halt, ja, auch wenn du einen triffst, oder was? Du triffst den, machst ihn damit Schaden und dann öffnet sich noch um ihn rum ein Stacheldraht, oder was? Dass er nicht wegkommt. Nice. What the heck? Ey, das ist... Holy shit. Das ist heftig. Hast du jetzt Giftpfeile mitgenommen, oder nicht? Nee, ich habe es keine. Das Coole beim Bogen ist natürlich, dass man die wieder aufnehmen kann. Machen die jetzt mehr Schaden dann? Oder weniger Schaden? Nee, ich glaube nur Giftschaden noch zusätzlich. Das ist schon geil. Ja. Wie viel Money hast du eigentlich? 5600. Naja, da müsst ihr eigentlich ja nicht so sparen eigentlich. Nee, es geht. Überleg gerade, ob wo die gut sind. Gegen die Spinne wären sie gut. Nee, Quatsch, nicht gegen die Spinne, sondern gegen den Meuchler wären die gut. So, denkst du ja. Ja, das darfst du auch nie vergessen. Ich weiß, da denken wir fast gar nicht mehr dran, aber... Ja gut, aber du hast halt nur 3 Giftpfeile dann und wenn du die halt verschossen hast, dann sind sie weg. Zwar kannst du dann wieder aufheben, wenn er dann mal tot ist, der Meuchler, aber... Ich weiß nicht, weil 3 Giftpfeile reichen wahrscheinlich nicht aus. Wäre mal interessant, wie viel Schaden die machen, die Giftpfeile. Mir dann nur... Dann nehme ich es mal mit. Dauerhaft Schaden machen? Meinst du, die machen dauerhaft Schaden dann? Weil die ist ja nicht so eine Wolke wie bei der Armbrust, sondern die bleiben ja stecken. Oder wie ist das bei den Giftpfeilen? Ich nehme einfach einmal mit. Also wir haben beide exakt das gleiche Outfit. Beide mit Bogen, beide mit Nagant, beide den gleichen Jäger. Könnte maximale Verwirrung bei den Gegnern. Könnte verwirren, ja. Ich hab die Felice mit dem Bogen getötet. Nein, die läuft noch rum. Was? Nein! Lügt doch nicht. Scheiße! Ja, wir haben gerade
doof gesagt, bei dem gerade eben waren wir, also ich zumindest war dann zu aggressiv, weil ich hatte eigentlich gar nichts im Nahkampf und dann am Ende stand ich doch mit Nahkampf vor ihm, ne? Ja, ich, dass der halt Fächern hatte, das habe ich halt das irgendwie nicht mit eingerechnet, muss ich sagen. Ja, war halt Pech. Ja, es war zu dumm, ich war viel zu aggressiv mit Heckenschutz, es war richtig dämlich. Ja, weil ich, wenn ich aushebeln habe, denke ich mir so, ah, ich bin unbesiegbar in einem Nahkampf, aber irgendwie ist es nicht so. Das denkt man aber oft, ne, mit Fächern und aushebeln, ja, und so. Ja, ist man so ein bisschen übermütig irgendwie, ja, und dann ist man doch schneller tot, wie man... Das denke ich mit Schrotflinte auch, aber bei Schrotflinte ist oft so, dass ich dann verreck. Ja. Aber bei der Coldwell treffe ich genau einen Schuss, dann gar nicht mehr. Dann ist vorbei. More battery. Oh. Schnauze. Hast du jetzt auf Gegner gewartet? Nee, ich habe gerade nur geguckt, wie genau die ist. Weil die Nagant-Präzision, die wackelt echt fast gar nicht, ne? Das ist ganz nice, auch ohne Fähigkeit. Kann man schon sehr, sehr genau schießen. Du hast... Ich hab nicht die Nagant-Präzision, oder? Doch. Hey, die wackelt voll bei mir. Oder wir haben andere Meinungen dazu. Oh, ich hab Marksman-Hack, sehe ich gerade. Sorry. Hey, wo ist die Fähigkeit? Ach, da oben. Komm ich da hoch? Mach schon. Dankeschön. Achso, ich hätte einfach die Treppe hier außen gehen können. Auf zur Lore Station. Lore Station. Wow. Oh. War das auf uns? Uns? Nein, aber... God of Dogs, oder? Ja, komm, gehen wir hin, oder? Let's go. Ja, dann wird ja aber der Boss sein, oder? Weil normalerweise spawnt er nur. Ja, wobei das. Nee, das ist kein Boss. Weil es grau ist. Ja, stimmt. Jetzt bin ich aber unentschlossen, ob ich dann ein bisschen im Fernkampf bleibe. Mit der Nagant, Adelauge. Oder ob ich dann im Nahkampf gehe. Mit Pfeil und Bogen. Ich traue mich gerade nicht über die Wiese zu laufen. Weil wenn die uns entgegenkommen und ich bin mitten auf der Wiese. Die sind eher weiter weg, ne? Oder die gehen schon Richtung Blank Binary, das kann es auch sein. Ja. Keine. Da! Ja. Da, läuft auch einer. Ja. Ich wollte jetzt nicht schießen mit der Nagant. Ja, lauf noch ein bisschen hinterher, oder? Wenn die uns nicht hören. Ach, bitte nicht. Da vor uns. Hin. Ja. Weiß, Ja, die sind zu sehr. Ja, nicht zu früh verraten. Ich habe Angst, dass sie uns hören. Oder sich einmal so umdrehen. Da kommt dürfen wir jetzt nicht machen. Angst, dass sie uns doch irgendwie gehört haben, als sie umdrehen und auf uns warten. Fährt links. Oder siehst du es noch? Nee, ich wäre Richtung Hinweis gelaufen halt. Der Hinweis ist doch auch links von uns. So, dann bin ich zum anderen Hinweis gelaufen. Natürlich ist es doof. Ich wäre halt zu dem Hinweis gelaufen, der hier ist. Oder? Ja, ja. Scheiße. Gibt's ja jetzt nicht. Haben wir die jetzt verloren oder was?
Der Hinweis wäre hier auf dem Balkon. Glaube ich, oder? Ja. So ist echt nicht, oder? Dass wir. Das gibt's doch nicht. Wo sind die denn hin? Vielleicht hast du recht, dass wir zum anderen Hinweis gegangen sind. Ja, gut, dann holen wir. Oh! Nein, hinter uns! War natürlich hier zu klar. Im Haus. Der fuck, man, wie sehr kann man eigentlich verkacken? Und bin tot. Ich auch. Muss ich in der Gant hätte. Wow, also wie schlecht kann man eigentlich sein? Wie schlecht können wir eigentlich sein? Das ich war doch das Team, 100 Pro, oder? Wie kann es sein, dass wir bei denen vorbeigelaufen sind? Wie kann das sein? Warte, ich wurde gerade von einem anderen Team gekillt. Ich wurde nicht von die zwei in dem Haus getötet. Waren zwei Teams. Da waren zwei Teams. Und während ich da draußen gecampt habe und gewartet habe, dass einer mal beim Fenster vorbeiläuft, hat mich einer gesnackt. Wie unlucky kann man denn sein, dass da zwei Teams sind? Aber wie kann es denn sein, dass hinter uns einer ist? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, das war jetzt... Ja, scheiße, jetzt fighten die. Fuck, dass die jetzt da sich eingemischt haben. Das war jetzt ein bisschen unlucky, dass die dann da waren. Oh. Fuck, also jetzt zwei Runden hintereinander, wo wir eigentlich im Vorteil waren. Wo wir Gegner erst gesehen oder gehört haben und dann haben wir es richtig hart verkackt. Krass, ja, aber dann. Oder das war wirklich ein anderes Team, was uns jetzt hinten in den Rücken geschossen hat. Und dann die anderen, die wir verfolgt haben, waren die jetzt, die mich getötet haben. Also, dass die zurückgekommen sind wegen den Schüssen. Boah, ist das jetzt nervig. Gibt's das? Boah. Das war eine schlechte Runde. Das war eine richtige Mau-Runde. Hui. Gut, Bogen. Super, danke für nichts. Ja, ich war gar nicht so schlecht. Also, ich war direkt am Haus und ich glaube, die haben das nicht gewusst, dass ich direkt am Haus bin. Wäre der einfach bei mir vorbeigelaufen oder am Fenster vorbeigelaufen, hätte ich den ja erwischt. Ich habe immer aufs Fenster, aber einer war auf dem Dach oben und das war ein bisschen... Ja, dass das andere Team gekommen ist, da war ich jetzt ziemlich Zwickmühle. Ja, das war jetzt doof. Also, Mist. Ich will trotzdem nochmal mit Bogen spielen, irgendwie. Ich mag jetzt eine gute Runde mit dem Bogen haben. Oder Windfield Schalldämpfer nochmal? Ach, weiß nicht. Ich spiele jetzt Armbrust. Du spielst Armbrust? Ja, dann spiele ich nochmal Bogen. Und ich guck mal, was ich für Weitwerfer, Flüsterschmied, Tomahawk. Wieso ich nie irgendwie mal was fächern oder aushebeln habe, habe ich gar nicht, ne? Na, wo ist mein Bogen? Hallo, Bogen. Ach, hier. Ich weiß nicht, so die letzten Runden gerade eben, irgendwie reiß ich nichts mehr. Nee, ich reiß auch nichts mehr. Scheiße. Oder ist es wieder so, dass man schon relativ lang jetzt wieder spielen, dass jetzt einfach so die Konzentration wieder nachlässt, etc.? Hab ich auch schon überlegt. Mittlerer Slot, dann nehme ich jetzt mal irgendwie sowas wie die abgesägte Mosin oder sowas. Na, da. So. Oh, abgesägte Muschen, okay.
Ja, für den wirklich fairen Kampf, falls ich nicht mit dem Bogen rankomme. Ja. Ist es ja besser wie nichts. Der erste Schuss ist ja ganz geil. Aber es schwankt halt ganz schön heftig, die Waffe. Ja. Der Rückstoß halt. Da verlässt ein Gegner aus den Augen. So, verkehrt. Ablegen. Oh mal, vielleicht kriegt man ja heute noch die 5000 für Blutlinie. Für Blut. Glaube ich jetzt mal nicht, aber. 700 Punkte bräuchte man noch. Also ich zumindest. Diesmal nehme ich aber, glaube ich, keine Giftpfeile mit. Ja, wobei eigentlich ist scheißegal, ne? So. Ja, aber man muss sagen, die Gegner sind halt jetzt auch in den letzten Runden auch gut. Also ja, man merkt es schon. Dass wir von 3,5 auf 4 hochgestuft wurden. Dass du 5 bist, das merkt man. Ja, das merkt man richtig. Das ist echt nervig. Jetzt bin ich aber nur verreckt, also dass ich jetzt nicht wieder zurückgestuft werde. Eigentlich wollte ich schon vorschlagen, wenn die Runde jetzt wieder so wird, dass wir dann langsam den Stream vielleicht beenden. Ganz Gedanken lesen, oder? Ich wollte gerade eben das Gleiche sagen. Wie wär's, wenn die Scheiße läuft, dass man danach aufhört? Passt. Weil ja, man muss es ja dann nicht provozieren. Ja. Und dann sind wir eh schon gut dabei mit 21 Uhr. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt eh gut müde, sag ich mal. Angenehm müde. Dass man vielleicht auch nicht mehr so konzentriert irgendwie. Die neue Map. Und mal wieder bei der King Snake Mine. So, das war wohl nix. Hey, sag mal, ist bei uns hier überhaupt ein Hinweis? Ach ja, hier unten. Das ist eindeutig zu oft. Boah, mittlerweile ja. Mittlerweile definitiv ja. What the heck? Ich hatte gerade so erschrocken wieder. Dumm ist, ich weiß halt null wo, ne? Nicht wie weit weg, nicht wo. Links, also ich höre Schritte hier bei mir. Oder habt zumindest Hüpfen hören und so. Also hier decke ich ein bisschen. Ja. Okay, hier deckst du. Und außerdem ist dann fetter gepanzerter. Also wenn die da kommen, müssen die den erst killen. Oder er flippt aus. Da, auf dem Dach. Was? Auf dem Dach? Scheiße, ist er runtergeflogen. Also hier auf dem Dach war er. Anderes. Hit! LOL. Ich hab'n Hit mit der Abwehr. LOL! Oh. Komm, wir müssen irgendwie. Als ob wir jetzt da. Problem ist, ich sehe seine Leichen nicht, die können schon längst reanimiert haben. Gehst du Bogennahkampf oder wie? Also Armbrustnahkampf. Oder ich komm mit. Oh. Wiederbelebt. Glaube ich zumindest, dass er wieder lebt. Der nicht weggegangen ist? Du hast ihn getroffen, ich habe ihn getroffen.
Achso, dass er nicht abgehauen ist. Ist aber Öl im Mund. Er liegt noch hier, ich sehe die Leiche. Er liegt direkt über mir, backt ein bisschen durchs Dach durch. Meinst du, der war... Wow, was? Ich wollte gerade fragen, meinst du, der war allein? Pusht der dich? Ja. Nein, ich hab daneben geschossen, wie dumm kann man denn sein? Nice. Oh, wie dumm, da war... Psch, ganz ruhig. 2 Meter vor mir und ich schieß daneben mit der Armbrust. Wow. Ja, das passiert mit der Armbrust, aber leider auch. Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als wir beim Fort waren. Hier ist eine Medic. Der war aber direkt vor mir. Ja, aber er hat aber auch eine Call, ne? Wie hat der mich gesehen? Also, wie hat denn der mich hier gesehen? Oh, der hat einen Uppercut. Der Sack. Da wäre eine Uppercut, falls du einen Uppercut willst. Ich nehme Uppercut. Wo ist denn seine andere Leiche? Und die andere Leiche? Da oben, auf dem Dach. Boah, fick das. Das nervt richtig hart. Wie bist du hochgekommen? Wow. What? Ja, so viel dazu im Thema. Okay, wir hören nach der Runde auf sofort. War das jetzt der? Hat der wieder gelebt? Nein, das ist ein anderes Team. Sparks. Lol, nochmal ein Team. Okay, what the fuck. Oh, man merkt richtig, dass man in einer anderen Liga ist. Alter, du liegst jetzt auch voll offen oben auf dem Dach, oder? Nee, kannst mich nicht holen, das ist keine Chance. Probier das gar nicht. Das ist so offen. Unglaublich. Ich wollte gucken, ob ich's hab. Wie komm ich denn da überhaupt hoch? Da, wo ich halt hochgegangen bin. Über den Felsen. Ich bin da eben nicht hochgekommen. Das war wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich überlebt habe. Als ob der dich jetzt anzündet. Als ob der dich jetzt anzündet und einfach wartet. Schnell. Der hat mich verraten. Diese Fickmonster hat mich gerade verraten. Aber wieso hat der mich gesehen? War denn der? Oben auf der Brücke, wo ich hingezielt habe. Okay. Okay. Nee, läuft heute definitiv sehr kacke.
jetzt gerade, also... Oh, Moment. Scheiße, das war Moment, richtig... Moment, 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 Moment. Hm? Der wiederbelebt gerade den Typen, den du gekillt hast. Moment. War das gerade ein Dreier-Team? Hä? Moment, 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 Moment. Moment. Wen haben wir da gekillt? Moment. War das ein anderes? Ich versteh's gerade nicht. Oder hat er... Oder ist er gerade runtergeflogen? Vom... Ein Jäger getötet. Moment. Teamdetails? Habe ich aus Versehen Dreierteams angemacht gerade? Nee, es sind Zweierteams. Wie hat er den wiederbelebt? Der war doch oben auf dem Dach und irgendwie so... Genau. Ich habe ein... Das war ein Team, die waren zu zweit. Auch nur Stufe 4, also die sind wirklich in unsere Elo gewesen. Ich bin gerade voll verwirrt. Du hast diesen Jäger getötet und du wurdest von diesem Jäger, ja genau. Aber ich bin gerade ein bisschen... Ich verstehe es jetzt auch nicht. Hat der den doch reanimiert irgendwie? Mit Nekromant? Der hat mit Nekromant... Nee, wieder... Nee, wie geht das? Du hast doch... Nee, warte, der eine war oben auf dem Dach. Dann hast du den anderen gekillt. Dann hast du mich wiederbelebt. Wollt den oberen, seinen Partner, looten und wurde von jemandem gekillt. Ich verstehe das gerade nicht. Aber ich wurde von denjenigen getötet, das war der Partner von denen, den ich getötet habe. Ja. Schau mal bei Team Details, von wem du... Ah ja, du wurdest auch von dem getötet, ne? Du wurdest von diesem... Aber ich habe doch einen Kill gemacht. Stimmt. Oder hast du... Wo ist der? Ich sehe das nicht hier. Hä? Wieso steht bei mir eigentlich, du wurdest von die... Achso. Du musst einen Kill haben. Definitiv. Ich bin gerade so lost. Warte, 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 warte. Fortschritt? Nee, du hast ihn gekillt. Nee, ich habe nur einen Kill. Deine Tötungen. Letzte. Null. Wieso haben wir nur einen Kill? Boah, ich bin gerade so verwirrt. Hä? Der war doch tot. Ich habe ihn doch... Der war auch oben gelegen. Ich habe ihn doch gesehen, seine Leiche. Und du hast seinen Partner gekillt. Und dann hätte ich gedacht, es wäre ein anderes Team, was uns gerade gepusht hat. Hey, lol. Hä? Ich bin auch gerade voll... Ich habe safe, als der oben am Dach war und ich ihn mit der Mosin getroffen habe, ne? Mit der Abgesägten. Ja. Und du hast den... Ich hab den Todesschrei gehört, dieses... Das habe ich gehört. Ja. Also und ich hätte einen Kill und du hast einen Kill. Und da haben wir doch gesagt, jetzt müssen wir pushen. Ja. Und der hat mich ja dann gekillt und du hast ihn dann gekillt. Genau. Dann haben wir, da waren beide tot. Ach, ja, genau. Und dann wollte ich den ersten habe ich gelootet, dann wollte ich hoch zum zweiten. Ich habe auch seine Leiche gesehen, wollte auch den zweiten looten, dann wurde ich gekillt. Von eigentlich einem anderen Team hätte ich gedacht, aber... Aber nicht, dass das andere Team schon lange da war. Und dass, als ich den am Anfang, den wir gedacht haben, dass wir den getötet haben, dass der von dem anderen Team getötet wurde, weil ich ihn angeschissen habe, weil ich habe auch keine unterstützte Tötungen. Die sind doch da zu zweit rumgelaufen, ich verstehe es gerade nicht. Und der war dann am Schluss alleine? Ich habe aber auch gleich weitergemacht, ich habe nicht geguckt, ob da in der Nähe noch ein Team war. Boah, jetzt ich bin gerade maximal verwirrt. Ich auch. Raff ich gerade gar nicht. Also ich hab... Ich bin mir sicher, dass der am Anfang tot war. Und du hast sogar dann die Leiche gesehen. Hast du gesagt. Ja, ich wollte ihn ja auch sogar looten dann, bevor ich verreckt bin. Und dann hat er ja noch eine Brand hochgeworfen, hätte er ja eigentlich beide Leichen angezündet dadurch. Und dann... Oder es war ein einzelner Spieler, der auch gegen die gefightet hat. Und die zwei haben den getötet. Und wir dachten das, Alter. Ich bin wieder 4, Gott sei Dank. Da haben die aber Glück des Todes, ne? Die anderen. Ich verstehe das gerade nicht. Der Typ, den du gekillt hast, hat ja zu dem anderen, der dich gekillt hat, gehört. Wie passt das zusammen? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, dass da zwei Teams... Also einmal, vielleicht war der alleine, ne? Oder irgendwo lag noch eine Leiche. Nein, es gibt nur Zweierteams. 5 Zweierteams gab es in dieser Runde. Dann haben die vielleicht schon
Da war das safe zwei Teams. Dann haben die anderen den am Dach, den ich angeschossen habe, haben den getötet, den anderen vielleicht auch. Wie, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir die Leichen nur nicht gesehen. Dann haben wir gedacht, dass wir den getötet haben, obwohl die wir getötet haben, die getötet haben. Und dann sind wir gepusht, haben den einen gekillt. Alter, und der eine hat noch gelebt. Ich bin mir so sicher, dass er durch meinen Schuss gestorben ist. Also, das Timing hätte auch nicht so sein können, dass wir gleichzeitig einen Schuss abgeben. Na gut, wir haben es ja auf Video. Zweimal jetzt, oder? Ja, also das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Von einer von unseren Perspektiven. Das ist jetzt verrückt. Das ist heftig. Naja, ich bin auch ganz nicht erreicht. Ja, klar. Aber ich beende damit die Aufnahme. Also danke an alle auf YouTube, die natürlich wieder dabei waren. Dankeschön. Tschüssi.